Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession und einem neuen Part von Alex. Alex, was wollten wir tun? Alte Pflichten, glaube ich, ne? Haben wir mit Ulbricht fertig gequatscht? Du musst einen reinen Feldherrn finden, sonst wird Ignadon niemals frei sein. Ja genau, so war das. Stimmt, reiner Feldherr. Dann schauen wir doch mal. Alte Pflichten. Ulbrichts Großoffensive. Klerikerplan, bla bla bla. Ignaton, bla bla bla. Genau hier, ein reiner Feldherr. Der Judikator Ulbricht hat Personalprobleme. Ich soll einen geeigneten Feldherrn finden, der eine Kampftruppe der Kleriker in die Schlacht gegen die Alps zu führen kann. Er soll aber rein von Elix sein. Auf diesem Planeten konsumiert fast jeder gute Kämpfer das Zeug. Wo soll ich denn so jemanden finden, der den Wahnsinn auch nicht macht? Ich werde wohl erstmal die großen Anführer von Magalan prüfen, bevor ich die Antwort darauf bekomme. Gut, dann würde ich sagen, probieren wir das doch gleich mal aus, ne? Dann werden wir gleich hier mal mit dem Duke beginnen. Borten wir uns gleich mal hin. Ja, bitte. So. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Wir brauchen hier wahnsinnig viele Level-Ups noch, also Stufe aufgestiegen. Ja. Wird man eine gute Basis haben, um dann später wahrscheinlich Kallax umzuhauen. Ich hoffe, dass wir ihn noch auf unsere Seite bringen können, dass wir dann den Hybriden den Arsch polieren und dass wir dann zusammen mit unserem Bruder eine bessere Welt aufbauen können, ohne die Hier Alps. Hier kann man nur wohnen, wenn man etwas kompensieren will. Ja. Selbstverständlich werden wir begleitet von unserer charmanten Assistentin und Gefährtin Kaya. Und ja. Was sonst? Herr Duke. Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherrn für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Der wird mich hauen, glaube ich. Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherrn für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Was denn? Soll ich etwa diese Mistkerle auch noch unterstützen? Wer glaubt denn sowas? Erfahrener Feldherr. Dass ich nicht lache. Ich hatte eh nicht damit gerechnet, dass es bei den Outlaws jemanden geeigneten gibt. Ach ja? Das erzähl mal besser nicht meiner Schwester Nasty. Sie würde dir den Kopf abschneiden für diese Bemerkung. Aha. Ich sag dir, es gibt niemanden auf ganz Magalan, der besser einen Trupp Kämpfer führen kann als sie. Und jetzt halt dein vorlautes Maul. Verstanden? Danke für die Info. Tschüss. Genau, um den Konrad sollten wir uns auch noch irgendwann mal kümmern. Vielleicht. Aber vorerst lasse ich ihn noch am Leben. Das bedeutet, danke für die Info. Wo finde ich jetzt die Gute? Seine liebe Schwester. Nesti. Da unten ist sie. Also einfach mal da lang. Schön, wie es ausschaut. Heureka! So. Warum haben wir eigentlich keinen Helm auf? Und übrigens, die Umgebung lädt wieder, ne? Also tut sich nicht wundern, dass man noch keine Geräusche hört, oder kaum. Ist sie das? Tatsächlich. Hallo! Okay, du hast 30 Sekunden. Hallo, wie sieht's aus? Du siehst aus, als wärst du hier wichtig. Ja. Du siehst aus, als wärst du hier wichtig. Ha! Und du bist ein ganz harter Hund, was? Haha, komm schon, Baby! Du verschwindest besser wieder, wenn du nichts Wichtiges zu sagen hast. Sonst zieh ich dir das Fell ab. 20 Sekunden. Ich nehme an, du gehörst zur Familie des Dukes. Ich habe von dir gehört, du bist Nesti, die Schwester des Dukes. Sag mal lieber, wo ich hier einen Job finde. Ich habe von dir gehört, du bist Nesti, die Schwester des Dukes. Pass mal auf, Schätzchen. Oh. Ich stehe nicht auf netten Smalltalk. Und auf nette Typen auch nicht. Also, du willst doch keinen Ärger mit mir, oder? 10 Sekunden. Nein, nein, schon gut. Mit dem Zwilling des Dukes lege ich mich besser nicht an. Boah, man sagt, du bist gut. Oh.
Nein, nein, schon gut. Mit dem Zwilling des Dukes lege ich mich besser nicht an. Okay. Oh oh. Du bist neu hier und weißt noch nicht, wie es hier abläuft. Also erkläre ich's dir. Du quatscht mich nur an, wenn es was wirklich Wichtiges gibt oder mein Bruder dich schickt. Klar? Klar. Ich hab mich mal umgehört. Du machst hier die ganzen Leute verrückt. Weißt du das? Ach ja? Allerdings, jeder Zweite hier hält dich für eine harte Sau. Aber wenn ich dich so ansehe, dann glaube ich, du überlebst nicht mal einen anständigen Sandsturm. Und wann kommt der Teil, der mich interessiert? Boah, ich hatte schon bessere Zeiten. Ich hatte schon bessere Zeiten. Na dann wollen wir doch mal sehen, was du wirklich drauf hast. Hör zu, ich mach dir einen Vorschlag. Wir machen einen kleinen Ausflug. Dann kannst du mir beweisen, was du wert bist. Warum nicht? Habe ich denn eine andere Wahl? Ach, warum nicht? Warum nicht? Ich habe da eine große Sache, die erledigt werden will. Doch brauche ich richtige Männer dafür, nicht das gewöhnliche Gewürm, das hier so rumläuft. Also werde ich dich erst einmal testen, ob du auch was aushältst. Bereite dich vor und dann gehen wir, klar? Stell mir deine Prüfung. Ich hätte da auch eine große Sache in Ignadon. Die Kleriker planen eine Großoffensive gegen die Alps. Erstmal machen wir, was ich sage, klar? Mit deiner Klerikergeschichte kannst du mir später nochmal auf die Nerven gehen. Na dann, gehen wir's halt an. Stell mir deine Prüfung. Okay, wir sehen uns draußen, vor der Stadt. Ich habe Kaya, glaube ich, ein bisschen verärgert. Sie mochte nicht die Antwort, die ich hier gab. Oh oh. Nicht gut. So, Freundchen, wie du siehst, ist die Gegend da drüben ziemlich insektenverseucht. Was du jetzt tun musst, ist einfach. Geh rüber und erledige die Biester. Kriegst du das auf die Reihe? Ich schätze schon. Na dann beweg deinen Arsch. Zu freundlich. Natürlich ist meine gute Hälfte nicht dabei, ne? Warum haben wir nichts auf der Birne? Wo ist mein Helm? Naja. Was bewegt denn... Also die Sonnenwelle schaut cool aus. Keine Frage. Keine Frage. Die schaut echt cool aus. Okay, ich speichere jetzt mal. Hier drauf. So. Und dann probieren wir unser Glück. Alle auf einmal wäre nicht gut. Einzeln wäre super. Hey! Ah, die gehen. Die sind nicht schlimm. Die gehen. Sehr gut. Müsste so passen. Die waren jetzt echt nicht so schwer. Hatte ich jetzt schlimmer gedacht gehabt. Da drüben haben wir ein Erz, das hole ich mich noch schnell. Also wir, das machen wir halt. So, eine Goldader. Die nehmen wir gern mit, also das Gold halt. So, war 4 Goldbrocken bekommen, sehr gut. Die Sonnenbrille steht ihm verdammt gut. Das gefällt mir auch. Bam, bam, bam. Na, die Herrschaften. Und? Gnädigste? Zufrieden? Naja, für den Anfang schon nicht schlecht. Ich überleg mir mal in Ruhe, ob ich was mit dir anfangen kann. Komm zu mir, wenn du dich wieder einigermaßen erholt hast. Mal sehen, vielleicht gebe ich dir dann einen richtigen Job. Sehr nett. Du, ist meine Gute bei uns? Ich glaube nicht, ne? Die müssen wir holen gehen, wieder.
Glaube ich, fürchte ich. Dann würde ich sagen, schauen wir mal ins Lager. In unser Lager, vielleicht ist sie dort. Wenn wir Glück haben, steht sie hinter uns. Es wird geladen. Das mit der Sonnenbrille ist echt lustig. Da sieht man gleich alle Lebewesen. Voll cool. Hallo. Jetzt wäre es gut zu wissen, wo unsere Liebe, wo unsere Gute ist. Da ist sie. Kaya. Ich kenne Xarkor ziemlich gut. Lass uns gehen. Na, noch nicht. Mitkommen. Mitkommen. Na gut. Sehr gut. Und nochmal zurück zu den... zum Tuke. Wo war das denn? Da. Hier. Nochmal zu der komischen. Dann schauen wir uns das an mit dem Ignaton, bla bla. Mal schauen. Vielleicht müssen wir noch was für sie machen. Wir werden es erleben. So. Tap, tap, tap. Bild sprinten. Tap, tap, tap. Servus, Gnädigste. Okay, Freundchen. Es wird Zeit für einen richtigen Job. Bist du bereit? Ich bin bereit. Worum geht's? Ich hätte da auch einen Job mit Ignaton. Ich hätte da auch eine große Sache in Ignaton. Die Kleriker planen eine Großoffensive gegen die Alps. Erstmal machen wir, was ich sage. Oh, klar? Mann. Mit deiner Klerikergeschichte kannst du mir später nochmal auf die Nerven gehen. Aber jetzt ist ja eigentlich später. Worum geht's? Ich bin bereit. Worum geht's? Das zeige ich dir, wenn wir da sind. Was ist mit deinen Jungs? Die bleiben hier. Die Sache werden wir allein erledigen. Komm mit. Na toll. Wenigstens sagt sie schon wir. Bei dir ist eine typische Frau und wir heißt du. Was ist denn das für saufig? Oh, da ist er. El Colossaro. Der Schrecken aller unserer Läufer. Jeder, der die Umlande unserer Stadt sichern sollte, hat schon mit ihm zu tun gehabt. Und offenbar immer verloren. Ja, meistens sind unsere Jungs vor diesem Urvieh geflohen. Was ihn so gefährlich macht, ist nicht seine Stärke, sondern eher seine Cleverness im Kampf. Das ist also schlecht. Pass auf und rechne mit allem bei ihm. Schön. Du willst da jetzt runter? Wir beide werden das tun. Und merke dir... Wenn du kneifst, komme ich aus der Hölle wieder zurück, um dich zu kriegen. Ha! Beweg deinen Arsch! Jawohl, Frau Schäfin. Mach mal. Ich glaube, wir werden verrecken. Das Scheißvieh sucht Ärger! Wow. Okay. Der ist stark auch noch. Der ist sehr stark. Okay, der ist sehr stark. Der ist zu stark. Ja. Scheiße. ich fürchte, da brauche ich mal ein paar Tränke und lauter so ein Zeug. Das wird übel. Okay, Tränke hätte ich da. Was hätte man noch eigentlich? Wahrscheinlich nicht viel. Da. Aufputschmittel, Kampf plus, Resistenz, Feuer, 50% Schaden, harter Hund. Harter Hund. Dann haben wir sogar heraus. La Cucaracha, das kann man wirklich sagen, ja. Boah. Dieses Viech ist heftig. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Na gut, versuchen wir es okay, halt nochmal, ne? Es wird Zeit. Bist du bla bla bla. Gehen wir es an. Ist ja wurscht. Ich bin
Das zeige ich eigentlich nicht, aber ist ja wurscht. Komm mit. Eigentlich bin ich nicht bereit. In keinster Weise. Jetzt kann man das überspringen? Da ist er. Jeder, der die kann man es überspringen? Nö, oder? Lande unserer Stadt sichern. Bla bla bla. Okay, das kann dauern. Und offenbar immer verloren. Prost, ihr Lieben, ich trinke mal was. Meistens sind unsere Jungs vor diesem Urvieh geflohen. Was ihn so gefährlich macht, ist so richtig guter Schluck Kaffee, sondern eher seine Cleverness im Kampf. Also pass auf und rechne mit allem bei ihm. Du willst da jetzt runter? Wir beide werden das tun. Und merke dir, wenn du kneifst, komme ich aus der Hölle wieder zurück, um dich zu kriegen. Du brauchst da mal keine Angst, Tom. Arsch. Ich habe nur gehofft gehabt, dass ich den vielleicht mit Mana recht gut down kriege, aber dem ist wahrscheinlich nicht so. Wow. So, mal Abstand halten. Mal was trinken. Was war denn das jetzt gerade? Jetzt hat er mich angerülpst. Na, würdest du trinken? Ich trink da nicht. Hä? Gnädiger Herr, warum saufst du nicht? Vielleicht hat er eine Trinkblockade. Okay, das ist echt schon heftig. Das ist echt heftig. Wie viel Kohle haben wir denn eigentlich? 14.000 erst. Ich glaube, das lassen wir da mal questtechnisch. Ich brauche unbedingt die bessere Rüstung, die ich mir jetzt noch gar nicht leisten kann. Und dann schauen wir uns das, glaube ich, nochmal an, weil das... böses Mädchen, sehr schön. Das ist übel. Richtig übel. Welche Feldherrentypen würden denn noch in Frage kommen? Natürlich unser Chef. In Goliath, ja. Machen wir mal. Sollte ich aber vielleicht nicht machen, denn vielleicht finde ich dann den passenden Typen und das könnte mir in dem Fall vielleicht... Es wäre vielleicht unklug. Servus. Ragnar. Ich bin Thorald begegnet und er war, naja, sagen wir, sehr beschäftigt. Ach so, das stimmt, da war auch noch was. Ich bin Thorald begegnet und er war, naja, sagen wir, sehr beschäftigt. Nun, wenn das wahr ist, dann wurde dir die Ehre zuteil, einen der größten geistigen Anführer kennenzulernen, die Edan je gesehen hat. Er wird schon wissen, was er tut. Und ich hoffe, er kann bald wieder bei uns sein, wenn seine Mission erfüllt ist. Tja, aber bis es soweit ist, haben wir hier unsere eigenen Probleme in Goliath zu lösen. Judikator Ulbricht sucht nach einem fähigen Feldherrn für seine Schlacht. Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherrn für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Ach ja? Wir haben selbst nicht genug qualifiziertes Personal. Schon gar nicht für die Kleriker. Ah jo, das war kurz und bündig. Das war kurz und bündig. Kurz und schmerzloser kann es gar nicht gehen. Okay, dann next one. Unser lieber, ja, wie immer, Thorald. Also, verbotenes Tal. Firmgelände. Sind wir schneller, oder? Also drüben sind so ekelhafte Monster, oder? Aber die hatten die letztes Mal besiegt. Mal schauen, ob sie wieder da sind. Mann! Das war kein guter Start, bartechnisch. Was das haben wir nicht viel geschafft. Eine Firma. Ja, da ist wieder so ein Drecksviech. Ich wollte jetzt eigentlich nur zu unserem
Torgal, der da unten irgendwo sein sollte, vielleicht. Und es lädt wieder, tut mir leid. Gefährliche Gegend. Aber das geht schon. Den Kerl haben wir weg, der ist nicht schwer. Ein Rudelführer, das ist Kindergeburtstag für uns. So. Im Gegensatz zu dem Kerl da oben, der wäre schon ein bisschen heftiger. Aha, wer ist ein Darksturm? Waren die letztes Mal auch schon? Möchte ich übersehen? Ui, Fell. Sehr gut. Die sind eindeutig draufgegangen, ja. Kann man was kochen? Drüsensüppchen. Steakteller würde gehen. Aber sonst schaut's nicht so gut aus. Dann machen wir ein bisschen Steakteller. Machen wir so, ja, 4 Stück passen schon. Für den kleinen Hunger. So. Jetzt müssen wir da hin, oder? Kurz schauen. Schaut gut aus, ja. Eureka! So. Passt. Geschafft. Immer ein bisschen umschauen. Aha, da vorne haben wir ein Viecherl. Ist das jetzt so ein Nachtschreck oder ist das ein... Ja, Nachtschatten. Das könnte unser Tod sein. Aber ich glaube, das... Na. Ganz klar. Den bringen wir schon down. Das hat schon hingehaut. Ein kräftiger Schluckerl für uns und dann einmal speichern. Hat das hingehaut? Ich glaube, das trinken wir gerade umsonst. Naja, egal. Wir speichern mal. Ich glaube, es muss laden. Hier drauf, genau. Ja, bitte. Der Part wäre auch gleich zu Ende. Ich mache wieder 25 Minuten, ne? Komisch, ich habe gerade zweimal getrunken, es hat nichts gewirkt. Voll komisch. So. 90 Erfahrungspunkte, sehr gut. Her mit dem Zeug. Hier dürfte sich um Banditen handeln, ha? Huh? Ich glaube, ich habe gerade einen vollen Bug. Banditen Anführer. Die können wir eigentlich gut ausrotten. Au. Außer er rottet mich aus, ja. Vielleicht geht's jetzt besser. Das ist irgendwas komisch. Ich kann mich nicht mehr heilen. Habe ich da irgendwas übersehen? Sind wir vergiftet worden oder so? Dass wir uns nicht mehr heilen dürfen. Das ist ja echt komisch. Haut nicht mehr hin. Da komme ich gerade nicht. Aua. Muss das sein? Das ist richtig komisch, alles zusammen. Würdest du trinken? Das klappt nicht. Schau mal, ich kann dich nicht mehr. Danke, dass du da warst. Das hätte schief gehen können. Hä? Was läuft denn jetzt schief? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Kleiner Mana-Trank, Heiltrank. Kleiner Elix-Trank. Großer Heiltrank. Komme ich gerade nicht mit. Egal. Wir sollten was essen. Ich verdrück mich schon wieder. Essen. Yam nom nom nom. Wo ist er denn? Der Steakteller. Schimmeliges Brot. Bla bla bla. Hier haben wir. Einmal, zweimal, dreimal.
Ach, frisst man gleich komplett weg. Also Sachen gibt's. Unfassbar. Ein Hornwolf, da bin ich. Los. Jawohl. Sehr gut. Na, du sollst eigentlich, du bist ein Trottel. Das kann man gar nicht mehr anders sagen. Er ist ja echt ein Depp. Ein wirklicher Depp. Ich wollte doch nur looten. Kann man vielleicht nicht looten? Sieh geht's, Idiot. Den machen wir Platz. Komm nur her. Es geht los. Vergiftet auf jeden Fall, ja, das verstehe ich schon. Aber dass man sich da nicht heilen könnte? Wupp, 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 Stufe aufgestiegen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, nehmen wir mal alles mit, was wir brauchen, oder? Mal schauen, ob da was klappt. Das war wohl nichts. Ja, ja. Okay, das war auch für nix. Das ist auch für nix, okay. Das war wohl nichts. Entschuldigung, musste ich mal husten. Vielleicht die beiden? Nee? Vielleicht so? Na, auch nicht. Vielleicht so, vielleicht nur den einen, vielleicht dann hier zwei, dann die. Aha, das passt auch nicht. Also so, dann alles runter und alles rauf. Jetzt haben wir's. Zu einfach. Mann, ey. Naja, der war schon schwierig. Der war schon schwierig. Zigarettenstange, Hirnkleber. Kann man immer brauchen. Und kleiner Heiltrank. Hirnkleber. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch das Eck hier fertig. Ja, ja. Das habe ich schon befürchtet gehabt. Da. Ja, ist erledigt. Oh! Arschloch, echt. Oh! Stirb weg, Mistkerl. Unglaublich. Haben wir jetzt endlich Ruhe? Ich hoffe es. Dann haben wir gelootet. Passt, dann gehen wir mal kurz pennen. Bis zum nächsten Morgen. Tja. Sehr, sehr gut. Das hätten wir. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Da wäre noch ein Schlafsack gewesen. Was die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Ja, wir haben Sachen hergestellt. So. Da haben wir noch so einen Arsch. Komm her. Sehr gut. Das ging gut. Den hau ich. Ich glaube, wir sollten ein bisschen ausweichen. Der Granatenwerfer da. Da haben wir es mit dem Schäfelein zu tun. Okay, das war der Chef. Wow. Alter. Du tust meiner Freundin nicht weh, du Arschkopf. Alter. Trottel, schießt seinen eigenen Freund um. Du bist echt der gestörter Depp. Seht ihr? Der ist echt gestört. So. Ein Federvieh haben wir da oben.
Da vorne ist gleich wieder ein Rudelführer. Was mache ich hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach nur dabei, Erfahrungen zu sammeln. Also Erfahrungspunkte zu sammeln, damit wir, wie schon gerade eben, Stufe aufgestiegen kriegen. Ja. Und Geld. Geld ist ganz, ganz wichtig. Servus! Zweimal Keks. Okay. Okay, das ist glaube ich nicht gescheit, was ich gemacht habe. Der erste ist weg. Ich müsste auch mal weg. So. Dann trinken wir mal was, auf euer Wohl. Ich glaube, das war ein anderer Trank, den ich getrunken hatte. Vorhin. Ich dachte, das wäre ein Heiltrank gewesen. Das, dem war nicht so. Passt. Da kommt noch ein Keks. Oder sind noch mehrere, besser gesagt. Ja, flieg drüber, mach was. Meine Güte, diese Wand. Das ist das allerletzte, diese Wand. Passt, die Erfahrungspunkte wollte ich nicht verschenken. So, passt. Bleib hier stehen? Na, um Gottes Willen, bleib bei mir. Ey, ich will looten. Danke, Gnädigste. So. Tap, tap, tap. Es wird gespeichert, das ist immer gut. Eine Assel, die nehmen wir mit. Danke. Fürs Fleisch. Dann, was haben wir denn hier noch Schönes? Einen Tresor, der verschlossen ist. Kann man ihn hacken? Yeah. Ha? Könnte gehen. Na? Verbleibende Zeit, 7. Okay, müssen wir mal warten. So. XXX. Hä? Ich komm nicht mit. Also kann man... Das ist alles falsch. Das war nichts. Das war nichts, das kannst du laut sagen. Wir probieren es aber trotzdem nochmal. Mit Hacken. So. Okay. Das stimmt schon mal. Dann würde ich sagen, hier kommt noch die 1 hin und da vielleicht eine 3. Nicht ganz, vielleicht eine 9. Das war nichts. Jawohl. Was? Jetzt hör auf. Jetzt habe ich die Zahl vergessen. Ich glaube 8, 6, 1 und 7. Das war nichts. Jetzt komm. Verdammt. Das war nichts. Jetzt hör auf. Okay. 6, 8. Na, warte. 6, 1, 8. 2 vielleicht. 2 ist falsch. 3. 0. Geht doch. Ja, bitte, geht ja. Goldbrocken, Zigarettenschachteln und Geldbündel nehmen wir alles mit. Alter Schwede. So. Was war noch? Hier, Elixit. Trankerle, an Dietrich, Logbuch eines Kapitäns. Heute habe ich wieder ein paar arme Trottel über die See gebracht. Hoffentlich gibt's eine gute Ausbeute. Habe die Jungs zum Hafencontainer geschickt, um die Einnahmen zu sichten. Sie sollen die besten Teile nachher zum Tresor bringen. Notiz an mich selbst. Wenn einer dieser Idioten noch einmal den Code vergisst, werfe ich ihn das nächste Mal eigenhändig über Bord. Vielleicht sind echt ein paar das offen. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Da hast du recht, aber so schnell verrosten die Sachen nicht.
So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ich denke, hier können wir nicht reinkommen. Platsch. Hier haben wir was. Dann. Ruck. Ich sollte den Part beenden eigentlich, ne? Zack. Den nehmen wir auch mit. Und das nehmen wir auch mit. So, passt. Dann würde ich sagen, wir beenden mal den Part. Boah. Lief ja gar nicht so schlecht. Viel was haben wir doch geschafft wieder mal. Okay, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!